Lord Vader, wir sind bei der Ankunft in einen Hinterhalt geraten, aber ich habe die... Euer Versagen interessiert mich nicht, Commander. Ich bin auf einer eigenen Mission hier. Und direkt zum Start spielen wir den Bösen. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Und damit heiße ich euch willkommen zum Start von Star Wars The Force Unleashed. Es hatte bei einer Abstimmung gewonnen, die vor viel zu langer Zeit stattgefunden hat, weil ich es einfach nicht abwarten konnte, das nächste Projekt zu starten und mich einfach nicht entscheiden konnte, unter welchem Spiel ich mich entscheide bei der Wünsch-dir-was-Kategorie. Ich habe das Spiel schon ein bisschen getestet, weil ich gucken wollte, ob alles schön eingestellt ist, wie es ist mit dem Controller. Und ich muss sagen, mit dem Controller ist das wirklich sehr angenehm. Und Darth Vader macht auch keinen Unterschied zwischen Freund und der Feind. Man braucht ja auch keine Verbündete generell als Darth Vader sowieso nicht, weil wir sind awesome genug. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das Spiel sich einbettet in die Filme. Absolut keine Ahnung. Ich habe die Filme zwar gesehen, aber beim besten Willen kann ich mich nicht an alles erinnern. Und ich weiß auch gerade nicht mehr, wer sich das Spiel gewünscht hat. Das steht jedenfalls in den Kommentaren auf jeden Fall mit dabei. ja, wie gesagt, ich habe das schon ein bisschen getestet, weiß daher auch schon mal, wie man hier solche Sachen, zum Beispiel Super, durch die Gegend wirft. Weil wir sind ja mächtig. Können sowas ja und können die direkt ausschalten. Und natürlich, weil wir Darth Vader sind, können wir nicht rennen. Weil wir zu cool dafür sind. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er rennen kann. Absolut. Oh, guck mal, der Baum wollte sie liebevoll umarmen. Oh. Also wie gesagt, wenn er rennen kann, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich nehme einfach mal an, er ist super awesome dafür. Wir können natürlich auch die Leute hier in die Luft befördern und liebevoll weit wegschleudern. Und noch andere Dinge mit der Macht tun, die wir so beherrschen, wie zum Beispiel liebevoll beiseite stoßen. Und dabei spielen wir auch ein bisschen Gärtner. Ja, das ist so die geheime Leidenschaft, die wir im ganz Geheimen ausführen. Gärtnern. Hier wächst aber auch viel Unkraut. Ich habe mich schon sehr auf das Spiel gefreut. Es hatte ganz, ganz, ganz knapp nur gewonnen. Ich nehme den kleineren Stein. Ich schaffe so einen großen nicht. Wo sind denn hier Feinde da? Oh, ich habe den sogar getroffen. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe auch absolut keine Ahnung, ob es hier irgendwelche versteckten Sammelsachen oder ähnliches gibt. Absolut keine Ahnung. Ich spiele das jetzt einfach mal und dann, ja, dann sehen wir ja, was wir so entdecken und finden. Gibt's ja noch? Guck mal, da gibt's Schatten. Ach, die laufen da oben lang. Oh, oh, der ist jetzt hier. Irgendwo. Da war er. Oh, da sind ja noch zwei andere. Brauche einen Rundumblick. Tränen allein reicht nicht. So, da steht mir etwas im Weg. Liebevoll gegen die Decke schleudern. Kann er auch noch langsamer laufen? Ja, so, ne? So läuft er ein bisschen schneller, so langsamer. Oh. Ich bin auch Architekt. Beziehungsweise Darth Vader hat auch noch neben das Gärtnern die Architektur als kleines Hobby. Aber nur als ganz, ganz, ganz kleines Hobby. Weil, ja, er wollte einfach mal Karriere machen eigentlich in dem Beruf. Es hat aber nicht so wirklich was gebracht, weil einfach er die Dinge mehr kaputt gemacht hat, als sie überhaupt zu bauen. Das hat sich gezeigt, dass das so in der Branche nicht so üblich ist, beziehungsweise nicht so gut ankommt. Da haben wir schon die Nächsten, die sich um einen Stein freuen. Oder auch nicht. Nein, triffst mich nicht. Was können wir eigentlich mit der Macht alles anstellen? Außer natürlich solche Viecher hoch... Also, Viecher. Ich wollte eigentlich Gegner sagen, dann kamen Viecher raus. Ich weiß natürlich, dass das Wookies sind. Also nicht, dass jetzt die Leute glauben,
Ich wüsste das nicht. Ich weiß, mit dem können wir noch was machen. Das ist quasi das Blocken. Und dann so eine Welle halt. Durch die Macht. Das nehme ich mal ans Blocken. Ja, doch. Ist schon logisch. Kann ich damit auch? Blockangriff? Oh, was? Oh, ich habe Bumerang gespielt. Jetzt weiß ich, was das für eine Aufteilung war und was damit gemeint ist, wenn ich das hier mache. Oh! Ja, diese Gegner, die sich anschleichen. Also es ruckelt hin und wieder mal. Das liegt an dem einfach viel zu warmen Wetter. Da kommt mein PC nicht so ganz klar mit. Habe ich das Gefühl. Ein Aufzug? Oh, das ist ja praktisch. Da kann ich mich dem mal mehr widmen. Der kann sein Laserschwert als Bumerang benutzen. Wie cool ist das denn? Das möchte ich auch können. Verdammt. Okay, es hat sie trotzdem getroffen. Das muss ich nicht verstehen, ne? Anstatt dass dich... Ey, hat mir das jetzt auch wehgetan? Ich weiß es nicht. Ich hänge hier etwas fest. Die Kamera wollte gerade nicht so, wie ich es wollte. Hör auf mich zu schießen. Ich glaube, bis in etwa hierhin habe ich auch gespielt gehabt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit dem Fahrstuhl hoch. Ja, doch, könnte gut hinkommen. Als ich es getestet hatte. Wird mir halt jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Gut, das erste, was ich gemacht habe, als ich das Spiel gestartet habe, war eh dort stehen und. Dum, 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 zu summen. Ach ja. Ja, genau, bis hierhin habe ich gespielt. Okay, da dürfen wir nicht lang. Aber es gibt ja noch mehr Brücken, über die Darth Vader ganz langsam gehen kann. Wie gesagt, Rennen wird ja auch komplett überbewertet. Genauso wie Verbündete oder ähnliches. Warum gibt es so mal so kleine Wookies und große Wookies? Wenn die dann direkt so gesagt, ja, die kleinen Wookies sind immer nur zum Schießen, die großen Wookies für den Nahkampf. Gibt es dann da so eine Auslese? Ist das nicht diskriminierend gegenüber den kleinen Wookies, die aber gerne Nahkämpfer geworden wären? Ich sag mal, schießt da. Oh, da schießt jemand von hinten auf mich. Ihr springt alle zu gut, wisst ihr das? Also ich kann diesen Sprung nicht. Und ich bin Darth Vader, hallo? Och komm. Ich würde gerade zu dir auf die Brücke gehen. Lasst mich doch mal. Ich bin hier nur auf einem Spaziergang. Nicht mal in Ruhe spazieren gehen kann man heutzutage mehr. Schon heißt es, oh mein Gott, der Feind. Oh nee, der muss ja... Was hat der für Probleme? Er ist an der Luft hängen geblieben und umgefallen. Ja, passiert mir auch ständig. Kann ich eigentlich auch runterfallen? Ich würde es gerne testen, aber ich auch irgendwie nicht, ne? Ach ja, was ich noch nicht erwähnt habe, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich das eigentlich spiele. Also, die Bezeichnungen fand ich ja schon echt schön. Da gab es einmal den Schüler, was den ganz einfachsten Schwierigkeitsgrad darstellt. Dann den Sith-Krieger und den Sith-Lord. Letzteres natürlich ganz die schwere Stufe. Und es gab noch einen Modus, eine Stufe, die gesperrt war. Der ist aufgekommen und ist umgefallen. Ich nehme mal an, dass es halt sich erst freischaltet, wenn man halt die schwere Stufe freigeschaltet hat. So nach dem Motto, ganz schwer. Ist für Hartgesottene vielleicht irgendwie. Keine Ahnung. Wie die heißen könnte. Absolut keine Ahnung. Ich spiele das Ganze halt auf Sith-Krieger. Weil, gut, es ist zwar ein Tutorial, kommt mir jetzt aber auch schon ziemlich leicht vor. Und schwer spiele beim ersten Mal eher ungern oder selten. Sehr, sehr selten.
Also entweder normal oder leicht. Wobei ich mir normal mittlerweile angewöhnt habe, weil manche Leichtsachen sind einfach wirklich zu leicht. Hätte ich damals gewusst, zum Beispiel bei Resident Evil 3, dass leicht wirklich leicht ist, also so richtig leicht, leicht, leicht. So, dann hätte ich da auch auf schwer gespielt. Normal gab es leider nicht zur Auswahl. Okay. Wir sind ja hier wegen einem Jedi, der überlebt hat. Hier ist es gerade zu ruhig. Dunkler Lord! Was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht! Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen. Kehrt um! Und ich denke mir gerade gut, dass ich vorher nicht gespeichert habe. So, ich nimm dich ein bisschen mit. Und wer hätte es natürlich gedacht, die grüne Leiste oben ist natürlich die Lebensanzeige und die blaue natürlich unsere Machtanzeige. Wer hätte das nur gedacht? Ich hab dich erwischt. Ach, das kann ich auch so machen. Das zieht aber ganz schön viel. Mir gefällt es auch gerade nicht, dass wieder ein paar Leistungseinbrüche sind. Gut, der Jedi ist jetzt nicht sonderlich das Problem. Nur wäre es mal schön, dass er auch mal reagiert. Das ist das Blöde, wenn Verzögerungen sind. Das ist echt mies. Ey, lass das. Auf mit der Macht, die Macht gegen mich zu verwenden. Oh, der hat jetzt gerade ein Schutzschild, kann das sein? Ja. Wow, wow, wow. Was machst du? Mal so, ich kann nicht rennen und ich weiß nicht, wie man ausweicht, sofern man das überhaupt kann. Ach, jetzt bist du wieder in dem Modus. Okay. Nein, mach nichts. Ich kann das auch? Ey, hallo? Nicht mit dem Bumerang. Da kann ich auch. Nur bei dir blinkt der schon rot. Bei mir aber langsam auch. Wenn ich weiterhin so machen würde. Nein, jetzt schon wieder. Der hat eine Macht, sag ich mal hier. Das kann. Hab ich bis jetzt noch nicht gemacht. Weiß gar nicht, ob ich das kann überhaupt. Ja, reagier doch mal. Das ist gerade das Blöde. Ich muss mal die Einstellung wahrscheinlich ein bisschen verändern. Oder hoffen, dass es einfach kühler wird. Guck mal, jetzt bist du erledigt. Oh. Nein. Die dunkle Seite benebelt euch. Ihr habt ihn vor Jahren vernichtet. Dann werdet ihr nun sein Schicksal teilen. Ein Sohn. Lauf! Lord Vader! Komm mit. Es werden bald mehr hier sein. Als ich dich fand, warst du schwach. Aber nun ist dein Hass zu deiner Stärke geworden. Endlich ist die dunkle Seite dein Verbündeter.
Erhebe dich, mein Schüler. Was wünscht dir, mein Meister? Deine Ausbildung endet bald. Es ist Zeit für die erste wahre Prüfung. Eure Spione fanden einen Jedi? Ja, Meister Ram Kota. Er greift eine wichtige imperiale Werft an. Vernichte ihn und bring mir sein Lichtschwert. Ich breche sofort auf, Meister. Der Imperator darf dich nicht bemerken. Hinterlasse keine Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister. Exzellentes Duell! Proxy. Ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten. Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen. Locke mich nicht so bald in... Proxy. Ah, ja. Der neue Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff imperiale Aufzeichnung. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Liegt denn auch ein psychologisches Profil vor? Eigentlich ja. Es ist gesperrt. Oh, Master, ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau sich nicht umprogrammieren lässt. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Ja, der Befehl war klar. Das Schiff in Gang halten und dorthin fliegen, wo eure Mission hinführt. Wisst ihr, dass Vader den letzten Piloten vernichtet hat? Nein. Doch ich vermute, dass er Lord Vader Anlass dazu gegeben hat. Das tue ich nicht. Hoffen wir es. Ich bin es leid mit den Neuen. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich habe es mir erlaubt, die Sensoren der Rogue Shadow zu verbessern. So werdet ihr jedes Schiff im ganzen System ausspionieren können. Ihr seid doch Vaders Spion. Ihr müsst nichts über meine Missionen wissen, außer wo sie stattfinden. Wir müssen jetzt nach Na'Shadar springen. Bekommt ihr das hin? Na sicher.